Der Berliner Schienenverkehr 30 Jahre nach dem Mauerfall. Die Stadt ist gut erschlossen. Besser geht immer. Nicht so schön sind der Zustand und Mangel an Fahrzeugen bei der U- und S-Bahn. Doch der Betrieb läuft. Der Hauptbahnhof ist der zentrale Punkt in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung. Die Stadtbahn eine Schlagader. Aus brachliegenden Gleisen und Bahnsteigen wie dem Bahnhof Gesundbrunnen sind moderne Stationen geworden. Der Bahnhof trägt heute den Zusatznamen Nordkreuz und gehört zum neuen Verkehrskonzept. Seit der Eröffnung im Jahre 2006 halten hier auch Regionalzüge. Aus dem Bahnhof Papestraße ist Südkreuz geworden. Ein Neubau an alter Stelle. Jetzt für den gemeinsamen Betrieb von S-, Fern- und Regionalbahn. Neu ist auch die große Ringbahnhalle. Früher gab es nur eine Bahnsteigüberdachung. Die S-Bahn trägt einen großen Anteil im Berliner Nahverkehr. Viele Strecken verlaufen weit bis ins Umland. Zu den wichtigsten Strecken gehört der Ring. Vollringzüge und Linien, die nur Teile der Ringstrecke befahren, sorgen für einen dichten Takt. Westkreuz ist Umsteigepunkt zur Stadtbahn nach Potsdam oder nach Spandau. Im Süden ist Wannsee der letzte Bahnhof in Berlin. Die Wannseebahn hat hier ihren Endpunkt. Die Züge nach Potsdam fahren weiter. Wannsee ist auch ein Regionalbahnhof. Neben DB Regio fährt auch die ODEC. Früher hielten hier auch Fernzüge. Heute geht es ohne Halt durch. Mit der Eröffnung des Hauptbahnhofs und der Inbetriebnahme des neuen Verkehrskonzepts hat der Bahnhof Lichtenberg an Bedeutung verloren. Nur noch Regionalzüge bedienen den Bahnhof, inzwischen mit privater Konkurrenz.
Ebenfalls nach der Wende neu entstanden ist der Bahnhof Spandau. Er liegt jetzt direkt im Zentrum. Spandau ist ein wichtiger Bahnhof für den Betrieb nach Nordwesten. Regional- und Fernbahnzüge haben einen Halt. Die S-Bahn endet hier. Die Berliner S-Bahn ist weltbekannt. In den 30er Jahren wird vom modernsten Verkehrsmittel der Welt gesprochen. Heute ist das System davon aber weit entfernt. Nur noch eine kleine Rolle spielt der Güterverkehr. Neben dem Güterbahnhof Spandau und Greifswalder Straße werden in Moabit noch einige Züge auf die Reise geschickt. Der Verkehr in Berlin ist bunt geworden. Dazu trägt auch dieser Eurocity bei, der mit einem tschechischen Vectron von Hamburg nach Prag fährt. Oder die grünen Züge von Flixtrain, die seit einiger Zeit von Berlin nach Köln fahren. Bunte Züge bei den Privaten und ICE auf der Stadtbahn. Vor 30 Jahren, kurz nach der Wende, kaum vorstellbar. Für die junge Generation ist es heute selbstverständlich. Für die Alten ein rasanter Fortschritt, den niemand so voraussagen konnte. Der Berliner Schienenverkehr wird sich auch in Zukunft weiterentwickeln. Neue Strecken und Fahrzeuge sind in allen Verkehrssystemen geplant.